Yes. Na, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schools Out, eurem Videopodcast-Format des Naturkundemuseums Leipzig. Ja, wir schreiben unsere Gewässerfolgen mal weiter und heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wie ihr sehen könnt, ein ehemaliger Steinbruch. Wir sind hier am Ammelshainer Steinbruch, der als See geflutet wurde. Und der Ammelshainer Steinbruch, der hat eine ganz besondere Geschichte. Weil das, was wir hier sehen, das war mal ein Berg. Genau genommen der Hasselberg. Und der Hasselberg, der hat auch wieder eine besondere Geschichte, weil hier wurde Gestein abgebaut, was eine besondere Eigenschaft hat. Es ist besonders zäh und somit als Werkstoff, als Baugestein für Schotter, für Pflaster, aber auch für Gebäude enorm wichtig gewesen für die Region Leipzig. Eines der bedeutendsten Gebäude, was aus diesem Gestein errichtet wurde, ist das Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Also am ehemaligen Hasselberg, diesem Steinbruch, wurde ein besonderes Gestein abgebaut, ein Ignimbrit, genau genommen ein Quarz-Granit-Porphyr. Und dieser Quarz-Granit-Porphyr, der hat eben besondere Eigenschaften. Er ist besonders zäh, besonders fest und eignet sich eben herausragend gut für alle baulichen Anwendungen. Wie ist dieser aber entstanden? Wie ist dieses Gestein entstanden? Da müssen wir jetzt eine ganze Weile die Uhr zurückstellen, genau genommen vor etwa 300 Millionen Jahren. Vor 300 Millionen Jahren, da war Mitteldeutschland eine Inselkette, eine vulkanische Inselkette, wie wir sie heute in ähnlicher Form als Japan kennen. Der japanische Inselbogen ist das, was damals vor 300 Millionen Jahren hier in Mitteldeutschland oder in Mitteleuropa existierte. Wir hatten ja also vulkanische Aktivitäten, die im Grunde genommen vom Thüringer Wald bis hier ins Sächsische Land reichten, auch die Hallische Kette ist da entstanden. Und in diesen vulkanischen Aktivitäten, da hatten wir hier eine besondere Situation. Hier gab es nämlich zwei sogenannte Supervulkane. Also das sächsische Porphyrland, wie das hier auch genannt wird, ist entstanden aus zwei Supervulkanen. Das ist einmal der Rochlitzer Vulkan, die Rochlitzer Phase und die Wurzener Phase. Die Rochlitzer Phase, Richtung Rochlitz logischerweise, hat 5500 Kubikkilometer Lava ausgetragen. Und hier im Wurzener Raum waren es immerhin noch gut 1000 Kubikkilometer, die an Lava hier an die Erdoberfläche gepumpt wurden. Wie ist das vor sich gegangen? Man muss sich vorstellen, dass in der Erde eine Magmakammer existierte, die gigantisch groß war. Und der Druck, der zunehmende Druck, dass immer mehr Magma nachströmte, der zunehmende Druck sorgte dafür, dass sich diese aufwölbte. Die Erde sich aufwölbte, eine Art Dom bildete und durch Spalte, die damit auch entstanden, durch Spalte dann die ersten Magmen aufgeworfen wurden und ausgeworfen wurden. Also wirklich dieses eruptive Ereignis stattfand und wir pyroklastische Auswürfe, also Feuer und also heißes Gestein, Feuer, Pyro, klastisch, also Gesteinsfragmente ausgeworfen wurden und sich in diese Ebene absenkten. Das sind die sogenannten Ignimbrite, die sich quasi flächendeckend hier verbreiteten. Damit war diese Magmakammer aber leer oder leerte sich zunehmend und damit stürzte dieses Gewölbe wieder zusammen. Und das bildete dann eine gigantische Caldera und diese Caldera sehen wir eben heute im Rochlitzer Raum als die Rochlitz-Caldera und hier im Wurzener Raum als die Wurzen-Caldera. Und die Wurzen-Caldera entstand, also dieses Wurzener-Event, entstand in die Rochlitz-Caldera hinein. Die Rochlitz-Caldera, die ältere, ist sehr viel größer gewesen und da hinein kam diese Wurzener-Caldera und heute sozusagen aneinandergereiht beide Calderen hier im sächsischen Raum zu finden, im Porphyrland. Was wir heute also sehen, der ehemalige Hasselberg, ist also ein Härtling, eine Festgesteinsaufragung in der Region. Und dieses besonders feste und zähe Gestein hat natürlich eine besondere Bedeutung, vor allen Dingen für das Bauwesen in der Region. Wir sind ja letzten Endes im Gebiet, wo vor allen Dingen eiszeitliche Ablagerungen vorzufinden sind, die mitunter nicht so einfach als Baumaterial zu nutzen sind. Für Ziegel und für Sand und Kies, ja,
Aber größere Gesteinsblöcke kann man daraus nicht gewinnen. Da kommen dann eben solche Festgesteinsaufragungen, solche Lava-Expositionen zum Tragen. Und das wurde hier letztens abgebaut in riesigen Steinbrüchen, wie eben jener hier. Und der Zufall wollte es, dass in unseren Sammlungen im Naturkundemuseum Leipzig, die ja mitunter seit vielen Jahren gar nicht fachlich betreut wurden, dass da in jüngster Zeit Funde gemacht wurden von Glasplatten. Also wir haben ein Glasplattenarchiv, also das ist so wie Fotografien, über diesen Steinbruchbetrieb. Und der Fotograf, der das Ganze fotografiert hat, ist ein recht bekannter. Das ist Gustav Thorlichen, der Ende der 30er Jahre diesen Steinbruchbetrieb dokumentiert hat. Gustav Thorlichen ist nun ein Fotograf gewesen, der besonders sich dadurch auszeichnete, dass diese Bilder eine Kraft und eine Energie aufwiesen, die auch dem Zeitgeist entsprach. Man sieht also die Steinbrucharbeiter, wie sie den Stein tatsächlich brechen, wie sie die Pflaster schaffen, wie sie die Bausteine bearbeiten, oft mit schweißnassen Oberkörpern, also auch zum Teil heroische Bilder. Und diese Kraft, diese Bildsprache macht ihn tatsächlich berühmt. Thorlichen dokumentierte den Abbau dieses besonderen Gesteins fürs damals noch Naturkundliche Heimatmuseum Leipzigs. Und diese Bilder sind auf diese Art und Weise in unser Archiv gekommen. Ja, dieses Thema Gustavo Thorlichen gibt es natürlich auch gleich mal die wundervolle Gelegenheit, mal hinter die Kulissen hier am Naturkundemuseum zu schauen. Wie stolpert man eigentlich über solche Schätze? Und dafür schauen wir mal hier in eine besondere Abteilung. Und hier sehen wir Katja Ende, eine unserer wissenschaftlichen Volontärinnen. Und die kann uns jetzt gerne mal so erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Wir befinden uns hier in unserem wissenschaftshistorischen Archiv. Hier bewahren wir alte Glasnegativplatten auf, Diapositive, Grafiken, alles, was so zur Wissenschaftsgeschichte gehört. Unter anderem zum Beispiel auch die Tagebücher, unsere alten, ganz schwer zu entziffernden Texte. Unser Archiv wurde schon lange nicht betreut und das natürlich, gehört natürlich zur Aufgabe des Volontariats, diese Sammlung zu sichern und zu digitalisieren und aufzuarbeiten, zu erschließen und ja, das ist ein Teil von dem, was ich hier so tue. Ja, eine ganz, ganz wichtige Arbeit, aber mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, liebe Katja, wie war denn das jetzt mit Gustavo Thorlichen? Wie sind wir denn dazu gekommen? Wie bist du darüber gestolpert? Ja, und zwar hatten wir vorletztes Jahr eine große Inventur und als Teil dieser Inventur bearbeitet man natürlich auch Datensätze in der Datenbank. Es existierten bisher eigentlich nur Nachnamen. Und dann fing man an, so zu recherchieren in den Leipziger historischen Adressbüchern beispielsweise. Und dann kam ich auf diesen Namen, Thorlichen Gustav. Hab ihn mal gegoogelt und dann kamen natürlich wirklich spannende Dinge heraus. Ja, dieser Gustav Thorlichen ist Ende 1937 nach Argentinien gegangen. Und die Glasnegative und Positive, die wir hier haben, vor uns stehen haben, sind im Februar 1938 zu uns ans Haus gelangt. Hier haben wir eine Original-Glasnegativplatte. Das ist eine speziell beschichtete Silber-Eosin-Platte. Und diese wurde dann umkopiert auf diese Glas-Positivplatten, die sind auch nochmal speziell beschichtet. Die wurden dann belichtet mit diesem Motiv und mit einer weiteren Glasplatte fixiert, dass auch nichts verwischen kann, nichts abgehen kann. Und letztendlich mit einem U-Klebestreifen umrandet, sodass die ganze Sache ziemlich robust wird am Ende. Auf der linken Seite sieht man das Original und auf der rechten Seite das Diapositiv, das für spezielle Fotovorführungen entwickelt wurde. Und wie wir die Glasnegative digitalisieren, das zeige ich euch jetzt mal drüben an unserem Museumsscanner. Hier haben wir jetzt das Glasnegativ auf ein Lichtpult gelegt, ziehen einen Rahmen um das gewünschte Motiv, fotografieren das. Und also das ist das Original. Motiv, das ist der Originalscan und dann drehen wir das Ganze um und haben unsere Fotografie. Also vielleicht fragt ihr euch, warum wir das Ganze machen und zwar
Fotografien haben einfach eine gewisse Haltbarkeitsdauer. Die sind vergänglich und gerade diese Glasdiaplatten sind so fragil und haben wirklich eine nicht wirklich lange Haltbarkeitsdauer. Und wir wollen die einfach für die Zukunft bewahren und uns digitale rüberbringen. Das Naturkundliche Heimatmuseum hatte nicht nur seit 1911 schon ein eigenes fotografisches Archiv, für das sie Fotografien ankauften. Nein, sie hatten schon 3 Jahre später, im Jahr 1914, eine eigene fotografische Abteilung, in der die Mitarbeitenden Fotografien anfertigen und auch entwickeln konnten. Und daraus entstanden dann natürlich super viele Diapositive. Ja, Katja, ganz wunderbar. Ich denke, das beweist einmal mehr, wie aufregend und vor allen Dingen auch voller Überraschung die Arbeit an einem Naturkundemuseum tatsächlich ist. Und das heißt jetzt, zack, zurück in Steinbruch. Bis gleich. Recht frühzeitig, Ende der 30er Jahre, merkte er schon, wie dunkle Wolken am Horizont aufzogen und der Nationalsozialismus Überhand gewann. Thörlichen verließ Deutschland und floh nach Argentinien. In Argentinien wiederum hat seine großartige Art und Weise des Fotografierens dafür gesorgt, dass er schnell einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichte und er unter anderem dem berühmten Che Guevara, dem Freiheitskämpfer Argentiniens, das Fotografieren beibrachte. Che Guevara hat seine erste Kamera gekauft nach Empfehlung von Thörlichen und hat immer wieder auch zu verstehen gegeben, dass er das Fotografieren von Thörlichen erlernte. Diese Berühmtheit sorgte weiterhin dafür, dass Thörlichen irgendwann der Haus- und Hoffotograf der Familie Perón wurde, also des Staatspräsidenten Argentiniens und von Evita. Später war Thörlichen nicht nur Fotograf, sondern auch Künstler, hat gemalt, vor allem kubistisch und unter anderem im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Eine fantastische Geschichte. Wie gesagt, in Argentinien weltberühmt, hier irgendwie vergessen. Auch das ist etwas, was wir ändern sollten. Diese wundervolle Geschichte begann aber hier, am Hasselberg. Der Abbaubetrieb hier im Steinbruch Hasselberg reichte bis etwa in die 50er Jahre. Man kann sich gut vorstellen, dass man mit jedem Meter, den man weiter runterkam und den man stärker abbaute, auch das Grundwasser reinlief. Das musste man natürlich haushalten. Das heißt, es gab einen entsprechenden Pumpensumpf, der das Wasser regelmäßig abpumpte. Als der Abbaubetrieb aber eingestellt wurde, füllte sich diese Grube letztendlich mit Wasser. Und das ist das, was wir heute hier vor uns finden. Überall um Steinbruchgelände herum sieht man auch noch die Relikte aus der Abbauzeit, also als hier der Stein tatsächlich noch gebrochen wurde. Hier beispielsweise befinde ich mich mitten auf dem Schienenstrang sozusagen, wo die Loren dann das gebrochene Gestein aus dem Steinbruch herausgefahren haben. Also stellt euch vor, hier liefen die Schienen lang rein in den Bruch. Oder wie hier verschiedenste Wirtschafts- und Funktionsgebäude, Fundamente, also alles Dinge, die diesen Steinbruchbetrieb ermöglicht haben. Oder hier. Oder hier und mit Sicherheit sogar noch da drin. Das Faszinierende an dieser Sache ist, dass hier im Grunde genommen vor etwa 70 Jahren noch der Steinbruchbetrieb existierte. Und nun sehen wir nur noch die Ruinen dessen, die Relikte dieser prosperierenden Zeit. Es ist schon wirklich verrückt, wie die Zeit die Dinge tilgt. Oh, was war denn das? Okay, das muss was Größeres sein. Ja gut, ist ein großer Steinbruchsee, aber da auch. Oh, was ist das? Ah, alles klar. Ein Taucher, eine ganz spezielle Spezies. Aber im Naturschutzgebiet, geht das überhaupt? Darf man im Naturschutzgebiet tauchen? Wisst ihr was? Die Gelegenheit ergreifen wir beim Schopf und fragen direkt mal nach. Hallo! Hallo! Können wir mal kurz? Warte mal, ich hab doch Wasser im Ohr. Alles klar. Jetzt? Können wir mal kurz mit Ihnen reden? Ja, gerne. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, klar, gerne. Ich habe gelesen, es ist ein Naturschutzgebiet. Ja. Darf man da tauchen? Ja, die Verordnung sieht tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung vor für Sporttaucher. Aha. Und für Angler. Ja, schön. Hallo, Ronny Mike Leder, Direktor im Naturkundemuseum. Ich bin der Ralf, hallo. Als Taucher sagen wir immer du. Na, dann bin ich der Ronny, schön. Das freut mich, Ronny. Ja, sag mal, was kann man denn hier sehen? Warum tauchst du hier?
Ja, wir sind im Naturschutzgebiet und wir haben eine riesige Fülle an Fischen und Pflanzen hier drin und auch Kleinstlebewesen. Macht einfach Freude. Okay. Und bei jedem Tauchgang kannst du was Neues entdecken. Und du fotografierst das, nehme ich an? Tatsächlich. Ich mache Fotos, so gut es geht. Mhm. Und sammle die Fotos und stelle sie dann auch der Naturschutzbehörde zur Verfügung. Könntest du uns da ein bisschen was zeigen? Ja, gerne. Dann kommt doch einfach mal mit. Das machen wir. Da ergreifen wir diese Chance beim Schopfe. Ja. Und du sagst uns, wo es hingeht. Ja, genau. Wir gehen jetzt ins Gelände vom Landestauchsportverband, ins TANA, Tauchausbildungs- und Naturschutzzentrum Amelsheim. Mhm. Dort haben wir einen Schulungsraum, da können wir uns gerne noch eine Runde zusammensetzen. Ja, wunderbar. Das machen wir. Gut, das wird jetzt aber sicherlich ein bisschen länger dauern. Insofern würde ich mal sagen, für die Sendung reicht das erstmal für den Moment mit diesem großen Fang. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt wie immer schön neugierig, bleibt uns treu, liked die Seite und ja, bis zum zweiten Teil hier am Amelsheiner Steinbruch. Bis dann. Ciao. Ciao.